die Jugend auf jeden Fall. Also da haben wir jede Menge Potenziale und da finde ich, müssen wir uns auch viel, viel stärker drauf aufbauen. Und das Thema Studierendenarbeit sollte man auf gar keinen Fall vernachlässigen, weil da geht die Zukunft letztendlich ja auch immer hin. Das duale Studium wird immer größer und ich denke, da ist ganz, ganz viel Potenzial für uns, was auf uns wartet. Ne? Nicht nur eine hervorragende neue Aufstellung unseres Gewerkschaftsvorstandes, sondern auch einen tollen Start für den Rest der Legislaturperiode. Und dass junge Leute wieder nachrücken. Und ich bin auch ganz gespannt. Ich habe gehört, der Sigmar Gabriel kommt. Vielleicht kann er was zu den Koalitionsverhandlungen sagen. Das würde mich interessieren. Und natürlich, wie der Weg mit der Gewerkschaftspolitik weitergeht. Ein besonderer Gruß geht an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, den 481 gewählten Delegierten. Seid uns ganz herzlich willkommen bei unserem 6. außerordentlichen Gewerkschaftstag. Ich freue mich auf alle Fälle auf solidarische Debatten und darauf, dass wir gemeinsam wichtige Entscheidungen für die IG Metall treffen. Ihr, die gesamte IG Metall, könnt stolz darauf sein, was ihr in den vergangenen Jahren erreicht habt. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ein SPD-Parteivorsitzender auf der Eröffnung eines IG Metall-Gewerkschaftstages halbwegs mit Beifall wieder begrüßt wird, beruhigt mich außerordentlich. Aus meiner Sicht sind starke Gewerkschaften für eine erfolgreiche Wirtschaft und eine lebendige Demokratie eine Voraussetzung, und zwar eine unabdingbare Voraussetzung. Und ich darf euch versichern, mein Herz und mein Kopf gehören der Gewerkschaft, der IG Metall, und gehören unseren Zielen der Freiheit, der Solidarität und der Gerechtigkeit. Ich wünsche der IG Metall alles Gute. Detlef Wetzel zum ersten Vorsitzenden der IG Metall gewählt worden. Damit ist der Kollege Jörg Hoffmann zum zweiten Vorsitzenden der IG Metall gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch von der Mandatsprüfungskommission. Ich bin heute sehr gerne gekommen zu der größten freien Gewerkschaft, die es weltweit gibt. Von mir dürfen Sie wissen, ich achte die Sozialpartnerschaft, ich halte sie für unerlässlich, ich halte sie für ein Erfolgsmodell Deutschlands und in diesem Sinne möchte ich gerne weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Wir werden auch in Zukunft einen offenen und kritischen Dialog miteinander führen wollen. Ich wünsche Ihnen im Namen der IG Metall persönlich, aber auch natürlich, wie sagt man, beruflich in der nächsten Zeit alles Gute. Thank you.
seinen Teil des 6. außerordentlichen Gewerkschaftstages der IG Metall ist damit beendet.